Hallo und herzlich willkommen bei On the Sunny Side. Ich bin Sunny Grönewelt, ich bin Unternehmerin und Forbes Under 30 Listmakerin und hier auf F15 spreche ich jede Woche mit jemandem, der die Digitalwirtschaft mitgestaltet und Tech for Good einsetzt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Stefanie Züllig, Unternehmerin und mehrfache Verwaltungsrätin. Stefanie, herzlich willkommen zu On the Sunny Side. Ja, danke, Sani. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ja, ich freue mich genauso. Jetzt, wir starten mal mit 5 schnellen Fragen. Bist du ein Morgen- oder ein Nachtmensch? Naja, ehrlich gesagt, mit 2 kleinen Kindern definitiv ein Morgenmensch, weil die Tage recht früh beginnen und dann der Vormittag meist dann die produktivste Zeit am Tag ist. Jetzt, wenn ich dir eine Zeitmaschine geben würde und du könntest überall hinreisen, geografisch als auch in der Timeline, wo würdest du hin? Ja, ich bin ja ein Mensch, der sich sehr gerne mit Trends und der Zukunft befasst, deshalb definitiv in die Zukunft. Aber im Moment glaube ich gar nicht so weit nach vorne. Wir würden schon 10 Jahre reichen, einfach um zu sehen, wo wir uns im Bereich von künstlicher Intelligenz oder auch Human Artificial Intelligence hinbewegt haben. Und auch, wie wir weltweit die Entwicklungen und Anstrengungen zum Klima- und Umweltschutz vorangebracht haben. Wenn wir zurück in die Gegenwart kommen, was ist eine Frage, die dich gerade heute besonders umtreibt? Ja, so, wir sind ja momentan alle, leben wir in sehr unsicheren Zeiten. Und ich glaube, das Thema Sicherheit, wie wir sie heute kennen und auch wie sie verantwortet wird, glaube ich, wird sich verändern. Nicht nur technologisch, sondern auch über die Gesellschaft hinweg. Und die Frage beschäftigt mich nicht nur in meinem Mandat bei der Securitas-Gruppe, wo wir Menschen und Werte schützen. Deshalb glaube ich, da bin ich definitiv am richtigen Platz, sondern weil ich glaube, es ist Aufgabe im Leadership jetzt auch für Sicherheit in unsicheren Zeiten zu sorgen. Was ist Erfolg für dich? Erfolg ist für mich nur ein Erfolg, wenn er nachhaltig ist. Gerade im Bereich digitaler Transformation, wenn man auch neue Geschäftsmodelle gestaltet, glaube ich, es ist sehr wichtig, dass wir die Nachhaltigkeit mit einbeziehen müssen und nicht einfach nur schnell neue Technologie einsetzen, sondern wirklich versuchen, gut hoch zu skalieren, aber auch im Sinne und Nutzen von den Menschen. Und ja, auf der privaten Schiene, glaube ich, ist mein größter Erfolg immer, wenn ich sehe, dass sich meine Kinder recht gut entwickeln und mein Mann immer 100% hinter mir steht und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie den Weg nimmt, den man sich selber vornimmt. Du warst fast 18 Jahre bei der Siemens global in der Führungsverantwortung. Du hast die Siemens vor allem im Bereich Gebäudetechnik mit vorangebracht. Jetzt, warum ist dir das Thema Smart Infrastructure gerade so wichtig? Smart Infrastructure ist deshalb wichtig, weil es uns im Prinzip alle betrifft. Wir verbringen bis zu 90% unseres Lebens in Gebäuden. Ich glaube, es ist daher schon gegeben wichtig, dass wir uns dann überlegen, ja, wie fühlen wir uns denn wohl und sicher in unserer Infrastruktur? Es geht auch um die Bereiche Gesundheit, ja, wie ist die Lichtqualität in Gebäuden, jetzt seit der Pandemie natürlich auch das Thema Luftfilterung und wie fühlen wir uns sicher in Gebäuden, dass wir uns nirgendwo anstecken. Gibt es auch ganz neue, tolle technologische Entwicklungen, aber auch im Bereich der Mobilität, die ja auch eine wichtige Rolle spielt für Smart Infrastructure. Wie schnell bewegen wir uns von A nach B und ist das emissionsfrei? Und vor allem auch sicher. Ja, da gibt es ganz spannende Themen. Und wenn man sich die Generationen ansieht und die jeweiligen Bedürfnisse, glaube ich, man muss verschiedenste Antworten drauf geben in den nächsten Jahren und in der Zukunft. Und deshalb finde ich das Thema ganz spannend, vor allem natürlich, weil ich auch schon jahrelang in diesem Umfeld unterwegs bin. Jetzt, du bist Unternehmerin, hast Mindscale gegründet, bist aber auch mehrfache Verwaltungsrätin, unter anderem eben bei der Securitas-Gruppe, dann auch nominiert jetzt seit neuestem bei den Luzerner Verkehrsbetrieben. Das sind jetzt einfach die zwei Firmen zum Beispiel, das sind doch sehr etablierte Schweizer Firmen.
Und du kommst eigentlich mit dem, vor allem auch mit Transformationsstrategie-Background mit da rein. Wie erlebst du denn so die Change-Fähigkeit? Also grundsätzlich Change-Fähigkeit und Transformationsfähigkeit ist eine klare Leadership-Aufgabe. Und ich glaube, es ist unabhängig, ob das jetzt in einem Großkonzern ist, in einer traditionellen Firma oder auch in der KMU, in der KMU-Welt. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wenn die Menschen dahinter sich transformieren möchten und den Change streben, den guten Leadership, dann ist das machbar. Ich kenne eben beide Welten, Großkonzern und KMU und überall da, wo es klare Vision gibt, klares Leadership und Kommunikation, funktioniert der Change. Es braucht in der Tat natürlich Mut und Offenheit für Neues, auch outside in Perspektiven, damit das Ganze vielleicht einen neuen Flow bekommt, aber die Bereitschaft dazu ist oft gegeben und das sehe ich ganz tolle Bereiche auch in meinem direkten Umfeld. Und dann kommt das schon gut. Ich meine, du bist im Bereich Industrie, in IT-Sicherheit tätig. Was können wir tun aus deiner Sicht, damit das in dem Sinne nicht so eine, also für mich gefühlt so eine Ausnahmeerscheinung ist? Weil gerade wenn man jetzt in diesem Umfeld ja sonst schaut, auf Konferenzen etc., dann sieht man halt doch immer noch sehr wenige Frauen in Führungspositionen, gerade in diesen Industrien. Ja, also ich glaube, ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also wenn ich nach Osteuropa schaue, was ich auch verantwortet habe, da hat es schon sehr viele Frauen auch in Ingenieursberufswesen und auch in verantwortungsvollen Positionen. Auch im Libanon, im Ingenieur, in der Planung und in der Technik hatten wir sehr viele Frauen. Und auch selbst in Ägypten bei einem großen Geschäftspartner, der hatte seine Töchter auch in der Geschäftsleitung. Es gibt da schon auch, ich sage jetzt mal, Vorbilder oder vorbildliche Organisationen. Natürlich über alles gesehen gibt es viel zu wenige, auch bei uns. Und ich glaube, was wir jetzt gerade einen Vorteil haben im Bereich der Digitalisierung, zumindest sehe ich das und ich stehe auch dafür ein, wo ich sage, gerade da jetzt mit dem ganzen Schub im digitalen Umfeld mitgestalten zu können und mitwirken zu können. Das sehe ich eben das Potenzial von Frauen, weil es geht ja darum, Mensch, Prozess, Technologie, alles zusammen wie zu kombinieren und auch für die Gesellschaft neu zu gestalten. Und da braucht es diverse Rollenbilder, Meinungen, die alle mit einfließen müssen. Ja, auch bei der künstlichen Intelligenz, für die Algorithmen. Das lässt sich schon fast nicht mehr ausschließen, wenn man die Verantwortung übernimmt und sagt, man möchte es richtig machen. Und ich glaube, wir können als Leaders die Frauen nur ermutigen und sie unterstützen, dass sie noch mehr an sich glauben, auch das Netzwerk noch besser nutzen, damit wir da wirklich gemeinsam diesen Weg gehen. Und gerade jetzt sehe ich da eine Riesenchance. Und ich hoffe auch, dass wir zukünftig viel weniger Frauen auf ihrem Weg, auf ihre Karriere verlieren, weil sie sagen, die Strukturen passen nicht oder sie fühlen sich da nicht so wohl in der Männerwelt. Ich glaube, man kann das schon beeinflussen und jeder kann daran arbeiten. Und so eine Vision von mir selbst ist auch immer, weil ich sage, so eine Selbstverständlichkeit für diverse Meinungen, dass wir das schaffen, das ist mit das Ziel und das müssen wir gemeinsam vorantreiben. Und dann kommen die Frauen dann schon auch den Weg einfacher mit, glaube ich. Du hast es vorher angesprochen, Widerstände, die einem halt auf dem Weg begegnen. Wie war das für dich und was gibst du vielleicht auch Frauen oder generell auch jungen Führungskräften, also all jenen, die eben noch auf dem Weg sind, da auch mit, dass sie besser mit Widerständen umgehen und sich da nicht so davon beeinflussen lassen oder dann eben sagen, ja gut, das ist doch nichts für mich, das ist irgendwie zu tough. Ja, also grundsätzlich Widerstände, glaube ich, findet man überall. Also ob das jetzt im Großkonzern ist oder auch wieder in einer kleinen Firma, ich glaube, die können einem immer wieder begegnen. Ich glaube, es ist wichtig, so als Tipp von meiner Seite, es ist wichtig, dass man auch ein gewisses Durchhaltevermögen hat, ja. Man an sich weiter glaubt, wenn man meint, es ist der richtige Weg und das richtige Ziel.
dass man da nicht gleich nach dem zweiten und dritten Mal vielleicht aufgibt, weil der Weg mag sich ändern, aber das Ziel bleibt immer noch das gleiche. Und so als Tipp ist vielleicht generell, wenn man was verändern möchte, dass man sich schon auch Allies sucht, also Verbündete und vielleicht auch in Gedanken der Transformation in kleineren Schritten anfängt, in einem Umfeld, das mitspielt, also auch zusammen mit friendly customers, wie wir sie immer sagen, um, sage ich mal, so die ersten Erfolge zu haben, um es dann auszurollen und das Umfeld dann mitzunehmen. Es ist sehr wichtig, auch immer klar zu kommunizieren, zu visualisieren, warum man was tut, warum man dann daran glaubt, um Widerstände auch, ich sage jetzt mal, aufzulösen. Und ja, aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, es ist wichtig, dass man schon auch Durchhaltevermögen hat, weil einfach ist es ja nie. Ich meine, ob das jetzt ein Projekt ist, ob das eine digitale Transformation ist, wenn man eine ganze Unternehmenskultur ändern möchte, ja, das braucht Ausdauer, das braucht Zeit und zusammen geht es dann meistens oft besser. Deshalb auch da der Tipp. Netzwerken, zusammenspannen und dann gemeinsam den Weg vorwärts gehen und an sich glauben. Das ist wichtig. Du bist in verschiedenen Verwaltungsräten tätig. Gerade als Verwaltungsrat in der Schweiz hat man ja wirklich auch diese strategische Verantwortung für die Zukunft. Also nicht nur das Controlling, sondern wirklich auch nach vorne gedacht. Wie kriegt man schlussendlich eine Transformation strategisch so hin, dass die Unternehmung zukunftsfähig bleibt? Was sind da deine Erfahrungen oder auch da deine Ratschläge an Verwaltungsratsgremien oder Verwaltungsratsmitglieder oder all jene, die sich so eine Rolle vielleicht in Zukunft vorstellen könnten, damit das gelingt, diese Transformation? Weil man sieht einfach heute in der Wirtschaft, das ist so mein Eindruck, verschiedenste Firmen und es gibt solche, wo man wirklich merkt, da ist die strategische Spitze sehr auf diesem Transformationspfad engagiert. Und es gibt andere, wo man von außen zumindest den Eindruck hat, die bleiben eher stecken. Wie siehst du das? Ja, du sagst es schon richtig. Ich meine, gerade im Verwaltungsrat, wenn es um die Strategie geht, ist es wichtig, die Weichen zu stellen und Entscheide zu fällen, die hart entweder nach links oder nach rechts gehen. Vielleicht kann ich es zusammenfassen in zwei Punkten. Wenn man das Thema Innovation nimmt als Beispiel und sich überlegt, was sind da so die Hebel auch im Sinne von einem Verwaltungsrat oder strategische Führung, bin ich der Meinung, das sehe ich als Best Practice in Firmen, die wirklich sagen, Innovation gehört fest verankert in die Organisation, ja. Das heißt, Innovation hat einen klaren Platz und es wird auch eine Kultur gefördert und am besten gelebt, die so eine intrinsische Weiterentwicklung und das ständig an sich arbeiten und verbessern wollen, verkörpert. Und das bedingt natürlich auch, dass man den Raum schafft für die Mitarbeitenden, und das auch mit vorlebt. Und das Gleiche spiegelt sich ähnlich auch im Bereich der digitalen Transformation, wie du es erwähnt hast. Ich glaube, da ist es sehr wichtig, eine Strategie überhaupt mal zu haben. Ja, Strategie bedeutet ja auch zu entscheiden, was man tut und was man nicht tut. Und vielleicht lässt sich es erklären am einfachen, wo, wie und wer. Also wo möchte ich künftig zum Beispiel mitspielen, ein neues Standbein aufbauen, geschäftlich mit einer neuen Technologie? Und dann aber auch zu sagen, und wie schaffe ich es in diesem Spiel denn aber auch zu gewinnen? Ja, es gibt ja noch genügend andere, die da vielleicht dann auch mitspielen möchten oder können. Das heißt, da braucht es eine Strategie über das Wie. Wie gewinnen wir dann auch dieses Spiel? Und ich finde auch immer wichtiger wird das Thema, wer, ja, wer steht denn auf diesem Spielfeld und mit wem gehe ich denn in dieses Spiel? Und da geht es um das Thema Talente, es geht um das Thema, mit welchen Kunden und im digitalen Umfeld natürlich auch immer mehr, mit welchen Partnerschaften gehe ich das ganze Thema an. Und das ist harte Strategiearbeit, die wir beide, ja, wir sind ja auch gemeinsam in zwei Firmen in Verwaltungsräten, ja, fleißig mit vorantreiben und auch, ich sage jetzt mal, mit Outside-In-Perspektiven da großen Mehrwert, denke ich, bieten.
Aber das Hauptthema ist wirklich, ohne Strategie geht es nicht. Und man muss auch mal klar entscheiden, was man tut und was man eben nicht tut. Ja, und dann die Transformation funktioniert natürlich nur auch da wieder mit Kommunikation, mit Führung und Koordination, damit man immer auf diesem Weg weiß, wo man steht und die Mitarbeitenden und die Kunden das eben auch wissen und es auch verstehen. Ja, das ist eine große Aufgabe, aber das kann man schon stemmen, wenn man es ernst nimmt und wirklich strategisch auch gut aufgleist. Ich glaube, das ist ganz zentral, dass auch immer mehr Verwaltungsratsgremien, gerade damit man auch in der Digitalwirtschaft mitspielen kann, das auch tun und diese Verantwortung wahrnehmen, vorleben. Wenn wir so zum Abschluss kommen, gibt es denn ein Buch, das dich geprägt hat, wo du auch sagst, das würdest du gerne allen, vielleicht auch gerade jungen Führungskräften empfehlen, dass man da mal reinschaut und sich weiterentwickelt, was ja so wichtig ist. Oh, ich habe so viele Bücherquellen, aber ich glaube, zu den Hauptthemen, die wir jetzt heute besprochen haben, vielleicht zwei Empfehlungen. Zum einen das Buch What Works von Iris Bonnet. Da geht es darum, ums Verhaltensdesign und wie man das entsprechend beeinflussen kann, dass sich die Spielregeln auch ändern. Auch vielleicht im Sinne oder besseren Umfeld, auch wo sich die Frauen wohlfühlen. Und das Zweite, wenn man bei der Strategie bleiben, kann ich empfehlen, Strategy What Really Works von A.G. Leffley, wo es wirklich darum geht und aufgezeigt wird, ja, quasi so ein Raster, an was muss man eigentlich alles denken, dass eine Strategie erfolgreich ist im Markt. Ja, vielen Dank für diese Tipps. Ein letzter Ratschlag vielleicht gerade an junge Führungskräfte. Ich weiß, dass du auch als Mentorin und verschiedentlich da auch die einen oder anderen unterstützt auf ihrem Weg. Finde ich hervorragend. Du bist auch engagiert als Dozentin im Studiengang. Was ist denn etwas, was du eben jungen Führungskräften besonders ans Herz legen möchtest? Ja, um im digitalen Umfeld zu bleiben, vielleicht ergänzend, ich habe ja vorhin schon erwähnt, es wird immer wichtiger werden, zusammenzuarbeiten. Wir reden viel über Digital Ecosystem. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, was man nie vergessen darf, ist auch in das Thema Trust, sprich Vertrauen, zu investieren. Weil ich glaube, längerfristig wird es auch im digitalen Umfeld so sein, dass der nachhaltige Erfolg nur da ist, wo man sich auch gegenseitig vertraut. Und auch, ich sage jetzt mal, so ein Ökosystem gut managt und bespielen kann. Das ist auch eine große, wichtige Kompetenz und Talent, die es in der digitalen Welt braucht. Und da zu investieren, das gebe ich definitiv als Ratschlag, vor allem auch an die jüngere Generation mit, dass sich das lohnt, da zu investieren, das Vertrauen in die Geschäftspartnerschaften. Ja, vielen Dank dir für dein Vertrauen in dieses Format und für dieses Sehr sehr, gerne. sehr spannende Gespräch. Ich habe mich riesig gefreut. Ich finde, es sind so viele wichtige Themen. Also herzlichen Dank, dass du da die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Sonja, auch an dich. Hat mich sehr gefreut und ja, let's change the world together.